Hallo YouTube. Today I want to show you a very special thing. Heute wollte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Last time I had many, many new ideas for my custom my car. And yesterday I did this thing here. Ich hatte letztens hatte viele neue Ideen für Mikada. Hängt damit zusammen, dass ich mich halt momentan hauptsächlich damit beschäftige, weil ich eben andere Sachen gar nicht machen kann, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt habe ich das mal gemacht. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Double Twist Mikada Block, dünnen Block, drei verschiedenen Farben. What you see here is the first try of an double twist micarta block. You can see here, this is twisted this way. This here is twisted that way. That's like multi-bar Damascus steel, and I didn't grind the flats. But you can see here how it looks like. Ja, hier kann man also erkennen, wie es innen drin ausschaut. Ich habe das nur grob mit der Säge abgeschnitten, nicht einmal irgendwie geschliffen oder poliert. Aber man kann trotzdem erkennen, wo die Reise hingeht. Ja, also man sieht halt hier, das ist im Prinzip ja ähnlich gemacht wie ein Damascener Stahl. Der hier ist so rumgedreht und der hier ist so rumgedreht. Hat drei verschiedene Farben drin. Ja, ich wollte es eigentlich im Zusammenhang mit anderen Sachen noch vorstellen, aber da das halt wirklich was Besonderes ist, man sieht auch hier, das ist noch ungleichmäßig stark. Also ich muss meine Presse noch verbessern für solche Sachen und ich werde auch mehr davon machen, mit Sicherheit. Ja, wie gesagt, ich wollte es halt einfach mal schnell gezeigt haben. Ich wollte es eigentlich anderen Sachen zeigen, die ich noch gemacht habe, aber weil es halt wirklich was Spezielles ist. Gut, das dazu. Dann danke ich fürs Zuschauen. Many thanks for watching. If you like what you see here on my channel, please subscribe. Und ja, was, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, dürft ihr ruhig mir ein Abo da lassen, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye. Me again, sorry. Ja, ich nochmal, ich habe was vergessen. Und zwar wollte ich euch nochmal kurz schildern, wie das Ganze hier weiter bearbeitet wird. What I forgot to say is how I would use this for handle scales. It's like a sunlight Damascus. You have to cut here in the middle, along the middle, turn the inside out, and then you have the crosses from the twist on the outside, and see a lot of the pattern inside. Ja, also letzten Endes müssen wir das dann mal machen wie beim Sunmiter Mast. Das heißt, man schneidet hier entlang der Mitte das ganze Ding auf, dreht das um, also quasi die Innenseite nach außen. Und beim Twist hat man ja innen immer diese Kreuze, die man dann im Prinzip am besten sieht, weil man sie als angeschnitten hat und auf die Außenseite gelegt hat. Ganz einfach. Das war, was ich noch sagen wollte. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye bye. Many thanks for watching. See you next time. Bye bye.